Die fantastische und unheimliche Welt von H.P. Lovecraft ist Schauplatz von Kingsbird Festival. Im düsteren Kingsbird versuchen 3 bis 5 Spieler, die großen Alten zu beschwören, um mit ihrer Hilfe die wichtigsten Orte zu kontrollieren. Dabei schlüpfen sie in die Rollen finsterer Kultisten und versuchen, die meisten Kultpunkte zu erzielen. Gespielt wird über 12 Runden, wobei eine Runde einem Monat entspricht und in 6 Phasen unterteilt ist. Bevor das Spiel nun beginnt, einigen sich die Spieler noch darauf, ob sie mit Standardregeln oder mit einem der Szenarien spielen. Das verändert die Standardregeln und das Auftauchen von Ereignissen und Ermittlern, also wann die Kultisten gegen die Ermittler zum Angriff kommen, zu sehen anhand der Angriffsmarker hier auf der Kalenderleiste. Mit einer Szenariokarte kann auch eine geheime Festivalkarte ins Spiel kommen. Dadurch können am Ende des Spiels weitere Kultpunkte erzielt werden. Nun aber hinein ins Spielgeschehen. Nachdem in Phase 1 die Zugreihenfolge mittels der Würfel der Spieler festgelegt wurde, der Spieler mit dem niedrigsten Ergebnis ist hierbei als erstes an der Reihe, geht es in Phase 2 um die Beschwörung der großen Alten. Grundlage ist das Würfelergebnis aus Phase 1, wobei die Würfel einzeln oder in Kombination eingesetzt werden. Je höher das Würfelergebnis, desto mächtiger der große Alte, der beschworen werden kann. Die großen Alten verteilen nach ihrer Beschwörung Geschenke an die Spieler, einige allerdings zum Preis deren geistiger Gesundheit. Die in Phase 3 verteilten Geschenke sind vielfältig und reichen von Ressourcen über Zaubersprüche und Kultpunkten bis hin zu hellseherischen Fähigkeiten. Ressourcen sind zwingend notwendig, um sich in Phase 4 in Kingsbird weiter ausbreiten zu können. Das wiederum ist wichtig, um Kultpunkte zu erhalten und um die einmaligen magischen Fähigkeiten der Orte nutzen zu können. Magie spielt in Kingsbird Festival insgesamt eine große Rolle. So ist die Magie der Zauberkarten sehr mächtig, wenn sie an der richtigen Stelle eingesetzt wird. Außerdem können die auf der Magieleiste erzielten Punkte von den Kultisten eingesetzt werden, um zum Beispiel Vorteile beim Beschwören der großen Alten zu haben oder um ihre Stärke beim Kampf gegen die Ermittler zu erhöhen. Die Ermittler und die damit verbundenen Ereignisse tauchen in Phase 5 insgesamt 4-mal im Spielverlauf auf und versuchen, die Anhänger des Bösen, die Kultisten, zu bekämpfen. Gelingt es einem Kultisten nicht, einen Ermittler abzuwehren, drohen teils harte Verluste. Dafür winken im Gewinnfall Belohnungen. Am Ende einer Runde in Phase 6 wird der Zeitanzeiger weitergerückt und eine neue Runde kann beginnen. Oder nach Runde 12 endet das Spiel. Sieger ist dann natürlich der Kultist mit den meisten Kultpunkten. Kingsbird Festival ist ein Spiel, das Kenner und erfahrene Familien- und Gelegenheitsspieler begeistern wird. Natürlich werden auch Freunde des unheimlichen Universums von H.P. Lovecraft ihre Freude an diesem Spiel haben. Die grafische Gestaltung ist ausgesprochen stimmungsvoll und fängt die düstere Atmosphäre der Welt von H.P. Lovecraft hervorragend ein. Das setzt sich übrigens in der Spielanleitung fort, die zudem noch erläuternde Texte zu im Spiel auftauchenden Personen und Büchern enthält. So steht einem herrlich schaurigen Spieleabend nichts mehr im Weg. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen.